Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing von uns. Mein Name ist Santa Claudi, das ist Rentierer Kelly, meine Nichte, und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in dieser Welt. Heute schauen wir uns den Theodore and Friends Nikki Adventskalender an, wo einfach ein Einhorn drauf ist. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 19,99 € bekommen wir diesen Adventskalender bei Rossmann und es soll ein Kosmetik-Adventskalender sein. Und also ich muss ganz ehrlich sein, aufgrund des Packagings hat er mich einfach angesprochen, denn wie süß ist dieses traurige, aber irgendwie doch glückliche Einhorn und von innen, oh mein Gott, das ist einfach großartig. Ja, Raquel hat gerade den Inhalt schon mal gespoilert bekommen, denn er ist hinten komplett drauf abgedruckt. Und ich würde sagen, wir werfen einfach mal einen Blick hinein und schauen, ob sich dieser Adventskalender überhaupt lohnt. Der riecht. Der riecht nach Kleber oder nach irgendwas riecht der. Das ist ganz komisch. Können wir den halten? Ich kann ihn halten. Du kannst ihn halten? Das ist cool. Dann machen wir hier mal die Nummer 1 auf. Oh, sowas ist so süß. So süß, aber so unpraktisch, aber egal. Das hier, ich kann euch natürlich keine Preise einblenden zu dem Adventskalender, weil das wird wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, was sowas kostet, ne? Das ist ein Lipgloss. Oh, das ist ein Sternchen, wo ein Einhorn drauf ist und es ist einfach süß. Es ist einfach süß, es ist knuffig. Wie viele Sterne von 1 bis 10 bekommt dieses Produkt? Eine 6. Eine 6. Das ist halt, du musst mit dem Finger reingehen oder halt mit dem Pinsel. Ne? Das ist manchmal ein bisschen umständlich, aber da ist ein Einhorn drauf. Ist es so? Das ist immer das, was man jetzt grundsätzlich bei diesem Adventskalender sagen kann. Aber es ist ein Einhorn drauf. Hier habe ich jetzt die Nummer 2 und das scheint wieder ein Lippenprodukt zu sein. Es ist aber eine Lippenpflege, immerhin. Oh mein Gott. Ja, da ist ein Einhorn zu sehen, der auf einem Regenbogen steht. Ein Traum. Eine 6, ja. Also Lippenpflege braucht man schon, ne? Aber es ist halt ein Einhorn drauf. Oh mein Gott, selbst die Sternchen haben hier Mützen auf. Selbstverständlich auch mit dabei haben wir hier die Nummer 3. Das ist eine Nagelfeile. Wow. Ich meine, ja, die passt in jede Tasche, aber wow. Eine 4. Raquelli ist da wirklich sehr gnädig, muss man sagen. Hier haben wir die Nummer 4. Wie? Wieder ein Lippenprodukt und das ist ja wirklich knatschepink. Ach, du ahnst es nicht. Dieses Einhorn, was da drauf ist, ist natürlich extrem süß. Stellt die Kamera scharf? Sie weiß es noch nicht, ja. Ich meine, guckt euch das an. Das ist schon cute, cute, cute. Aber es ist halt ein wirklich pinker Lippenstift. 3. Jetzt sind wir total hart. Ja, die Nummer 5, das ist der Tag vor Nikolaus, enthält, ich würde sagen, das sind Nagelsticker. Sehen ganz süß aus. Du hast hier passend zu Weihnachten mal Kakteen drauf und Regenbögen. Großartig, aber auch eine Schneeflocke, ne? 3. Es ist halt manchmal schwierig mit Nagelstickern, muss ich auch gestehen. Naja, aber es sind halt Nagelsticker. Yay. Nikolaus, den haben wir hier. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist eine Mini-Lidschattenpalette. Da kannst du wirklich einen süßen Look mitmachen. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott. Das ist ein Trio. Und da haben wir halt so pink, rosa und weiß drin. Das ist schon süß, ne? 5, ja. Es könnte cooler sein. Es ist halt sehr ausgewählt von den Farben her. Aber es ist passend zum Nikolaus. Da haben wir halt ein kleines Highlight drin. Oh Gott. In der Nummer 7 finden wir einen weißen Nagellack, aber wie süß. Also wirklich sehr, sehr klein. Da ist nicht super viel Produkt drin, aber es ist halt süß, ne? Und wann kriegt man mal einen Nagellack aufgebraucht? Seien wir mal ehrlich. Es ist schon klein, definitiv, aber es ist knuffig. 4. Ja. Ich finde weiße Nagellacke tatsächlich ein bisschen cooler. Oha. Oha. Oha, die Nummer 8 macht wirklich, das ist Kraft. Wir haben jetzt wirklich auch nochmal einen Nagellack hinterher. Das ist jetzt nicht ganz so gut durchgemixt, ne? Weil anfangs so viele Lippenprodukte, jetzt auf einmal Nagelprodukte hintereinander. Aber es ist ein Stern und es ist so Silberglitzer. Das ist schon eine fancy Sache, oder? Ja, eine 6. Eine 6, ja. Es ist schon, ich find's cool. Feier ich. Wow. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Lidschattenapplikator freuen, der natürlich dann passend zu der Nummer 6 wäre.
solche Schwämmchen-Applikatoren sind halt echt so eine Sache für sich. Ich bin ja eher so der Pinsel- oder mit dem Fingerauftrage-Fan. Was meinst du? Fünf, ja. Das ist aber sehr gnädig. In der Nummer 10 darf es wieder mit so einem Lipgloss-Pöttchen weitergehen. Das ist auch in Richtung Pink, aber eher so ein Peach-Pink, also etwas dunkler, ne? Jo, süß. Fünf. Die erste Schnapszahl enthält wieder einen Lippenstift, den ich aber farblich tatsächlich schöner finde als den, den wir vorher hatten. Ne? Auch hier wieder dieses süße Einhorn, was auf einer Wolke chillt. Das ist schon traumhaft. Man sieht es nicht gut. Ich weiß. Kameraeinstellung und so. Aber das ist schon eine etwas tragbarere Farbe. Sechs. Zwölf. Halbzeit. Das ist eine coole Farbe. Das ist so ein Himmelblau von einem Nagellack. Auch das sehr, sehr süß und auch passend zum Adventskalender. Finde ich ganz schön. Kann man auf jeden Fall toll kombinieren mit den beiden Farben, die wir jetzt hier schon haben. Sechs. In der Nummer 13 haben wir Nagelperlen drin. Das ist fancy. Du machst den Nagellack drauf und kannst dir dann die Perlen drüber machen, so ähnlich wie sowas, ne? Und hast dann so einen fancy Look mit dabei. Ist ganz schön. Das sind halt, also für Nageldesign ist es, glaube ich, ganz cool. Kann man auf jeden Fall machen, wenn man möchte. Man hat bei solchen Perlen das Ganze dann halt immer ein bisschen uneben. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Sieben. Ich finde es auch cool. Wir haben noch einen Lippenpflegestift hier drin. Hä? Ich glaube, das ist sogar die gleiche Farbe. Es ist nicht sogar das gleiche. Es ist das gleiche Produkt einfach nochmal, oder? Also ich sehe keinen Unterschied zu dem, was wir schon vorher drin hatten. Gleicher Druck drauf. Lippenpflege, Lipbalm. Hatten wir schon mal. Ja. Wie findest du, dass das nochmal drin ist? Nicht so. Nicht so, ne? Das ist halt irgendwie, man braucht schon eine Weile, um Lippenpflege aufzubrauchen, Leute. Das musst du nicht doppelt in den Adventskalender packen. Das sind zwei Farben. Meinst du? Ja. Ach doch, der eine sieht wirklich ein bisschen heller aus. Nachbar kommt nach Hause, läuft. Genau, es sind zwei unterschiedliche Farben. Okay. Oh. In der 15 haben wir so ein, ja, Orange-Glitzer drin. Geil, Nagellack. Also ich finde es großartig, auch dieses Sternchen, ne? Das ist auch eine ganz aufregende Farbe. Mag ich. Eine Film. Echt? Ja, nicht so Farben, meine Farbe. Ey, komm. Oh. Das sind aber wirklich, das sind jetzt nochmal genau die gleichen Nagelsticker. Yay, wuhu. Feiern wir das? Nein. Nein, ne? Das ist eher so. Ja, vielleicht jetzt doppelt so viele Sticker, aber... Eine Woche vor Heiligabend, 17. Dezember. Oh, die haben ja richtig Glitterflitter reingepackt. Das ist so richtig Einhornpups. Das finde ich großartig. Strasssteine, die kannst du entweder mit Wimpernkleber dir so ins Gesicht kleben für deinen Augenlook. Mega. Oder halt auch tatsächlich auf einen Nagellook oder sowas drauf machen. Und das hier sind so pink und blaue. Das ist schon irgendwie ist es fancy. Irgendwas hat das. Eine 8. Ja, das passt einfach auch zum Adventskalender, ne? Voll geil. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Okay. Es ist auch eine andere Farbe, ne? Das ist jetzt nochmal ein bisschen heller. Es ist wieder ein Lippenpflegestift. Wuhu! Sterne? Mm-mm. Ich sag, ich will keine. Gar keine Sterne. Der ist einfach raus, okay. 19. Wieder dieser, ich mag das einfach. Okay, in der Weihnachtswoche, ja, das ist schön, ne? Das ist so richtig Barbie-Pink, herzlich willkommen. Wir haben eben noch drüber gesprochen, Barbie-Film, sollte man sich mal anschauen. Haben wir beide noch nicht gemacht, läuft. Sehr cool, ne? Eine 8. Eine 8, ich find's auch cool. Hi. 20. Oh. Im 20er-Bereich sind wir angekommen und haben hier tatsächlich auch pinke Nagelperlen drin. Also echt cool. Blaue Nagelperlen. Pinke Nagelperlen. Blaue, ja. Da sind blaue Nagelperlen. Alles bunt. Sechs Sterne. Ich find's irgendwie, also speziell tatsächlich, aber irgendwie cool. Was, oh, noch mehr Nagelperlen. Jetzt hauen die aber raus. Meine die Herren. Schön. Die sind ein bisschen dunkler. Ne? Ja. Also eher so magenta mit einem leicht bläulichen einen Stich vom Schimmer her. Sieben. Jetzt haut ihr aber zum Ende nochmal richtig die Punkte raus, Leute. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, ist halt so richtig pink. Das ist pink. Das andere war rosa und jetzt haben wir richtig pink als Nagellack. Das ist schon knallig, ne? Sechs. Feiert sie nicht so sehr.
Der Tag vor Heiligabend. Yay! Ein Telefonkabel-Haargummi in winzig klein. 5. 4, 5. Kann man machen, ne? Es kann man gebrauchen, aber naja. Oh, jetzt habe ich hier die Nummer 24 und da haben wir einen Schlüsselanhänger dran, wo wir Theodor haben. Also den Theodor, der quasi unser Adventskalender-Dude war. Was meint sie hierzu? Eine 7. Ich finde den sehr knuffig. Also ja, wir haben den Adventskalender ausgepackt. Es ist nicht so super viel jetzt hier auf dem Tisch. Also es sind wirklich winzige Produkte. Abwechslungsreich, joa. Vermisst du irgendwas? Ja. Ja, das sieht irgendwie anders aus auf dem Druck als hier, ne? Das sieht auf dem Bild bunter aus als in der... Das ist bunt. Ja. Also auf der Rückseite sind diese Glitzerdinger, die Nagelperlen, tatsächlich etwas andersfarbig abgebildet als das, was du letztendlich bekommst. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen, weil das, was hinten drauf ist, sieht irgendwie ansprechender aus, ne? Weil das halt so richtig kunterbunt ist. Was würdest du so zum Adventskalender sagen? Eine 7? Ja. Ja, also... Sie ist so klein. Es ist schon knuffig, aber es ist jetzt nicht so wa-wa-wum-kra-wum. Da freut man sich schon irgendwie, wenn man den auspackt, aber es ist nicht so ein Mega-Erlebnis jeden Tag, ne? Ja, also wenn man vielleicht jemandem sowas schenken möchte, kann man machen, aber es gibt auch in dem Preissegment welche, die deutlich cooler sind, also da vielleicht mal sich so ein bisschen auch den Essence-Adventskalender oder Catrice mal anschauen, da hat man auch vielleicht etwas größere Auswahl, aber da gucken wir auch nochmal, was drin ist, die habe ich auch schon in Bestellung, aber dieser ist jetzt schon mal auf dem Markt. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr so zu dem Adventskalender findet, denkt. Ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass uns super gerne einen Daumen nach oben da. Würden wir uns mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.